Das ist das Logo vom ersten Basketball-Fanclub, die Elche. Marco, du bist der erste Vorstand. Es hat sich einiges getan in der Preseason, oder? Ja, es hat sich einiges getan. Wir haben im Juni angefangen mit ca. 30 Mann und haben heute aktuell, glaube ich, 75 Mitglieder, also überwältigend. Ihr wart alle schon letzte Saison dabei oder ein Großteil und dann hat sich jetzt eben in der Preseason die Idee verfestigt in den Köpfen, wir würden gern mehr machen, wir würden einen Fanclub gründen. Und dann, man sieht hier im Hintergrund und auch an dieser Mütze, es würde einiges gemacht bei euch. Ja, also wir haben dann, nachdem der Fanclub gegründet war, haben wir halt die Idee gehabt, so T-Shirts und Fanklamotten halt zu machen und haben das relativ schnell umgesetzt, wie man sieht, in einer großen Kollektion. Haben wir uns da einiges ausgedacht und auch schon gut verkauft. Es gibt T-Shirts, es gibt Pullis, es gibt Snapbacks, es gibt Mützen, es gibt Pudelmützen. Also alles, was das Fanherz tatsächlich begehrt. Heute der erste Spieltag der neuen Saison. Was denkst du, wie läuft es für die Scan Plus Baskets? Was kann die Mannschaft schaffen dieses Jahr? Schwer zu sagen. Die Pro B Süd ist dieses Jahr unwahrscheinlich stark. Es gibt zwei neue Mannschaften. Die Bayern und Karlsruhe PS mit unwahrscheinlich vielen starken Spielern. Also ich denke, es wird schwer werden für uns, drin zu bleiben. Also unter die ersten acht zu kommen, wäre eine Riesenleistung. Ihr lasst es also erstmal auf euch zukommen heute mit dem ersten Spiel gegen Würzburg. Würzburg auch kein schlechtes Team, eins von vielen Farmteams in der Liga. Was denkst du, wie sieht es da aus? Farmteams, für mich persönlich sind Farmteams immer zweifelhaft, weil es kommt immer darauf an, wie die Bundesligamannschaft spielt. Du kannst Glück haben, die Bundesligamannschaft spielt zeitgleich. Dann hast du ein relativ leichtes Spiel, hast du Pech, sind alle dabei, also wie wir heute, dann hast du ein starkes Team. Aber ich denke, Würzburg ist schlagbar. Über ein Fanclub-Mitglied haben wir noch gar nicht gesprochen, das haben wir bisher unterschlagen. Der Oberelch, da habt ihr euch was ganz Besonderes einfallen lassen. Wer ist denn der Oberelch? Der Oberelch ist die Person, die drunter steckt. Sowohl als auch. Fangen wir mal an mit dem Oberelch. Wer ist das denn? Genau, der Oberelch ist ein Maskottchen aus Bundesliga-Zeiten. Den gab es in Plüschform. Und wir hatten an einem Abend einfach die Idee, ob man diesem alten Maskottchen nicht irgendwie Leben einhauchen könnte und sind dann relativ schnell fündig geworden. Haben ein Kostüm gefunden, haben jemanden gefunden, der darunter sich bewegen möchte, was eine Riesenleistung ist. Und wir haben ein Trikot bekommen, haben ihm die Nummer 99 gegeben und hoffen, dass er hier in der Brühlhalle halt relativ viel Stimmung machen wird und dass wir viel Grund haben zu feiern. Ja, er hat jetzt heute mal noch, sagen wir, heute hat er noch Probezeit, heute darf er sich einarbeiten und dann den Rest der Saison macht der Oberelch richtig Stimmung. Ja, ja, also wir hoffen, dass er das Publikum halt noch mehr pushen kann. Ich meine, es ist ja nicht umsonst die Brüllhölle, aber wir hoffen, dass wir mit unserem Oberelch halt noch das letzte Quäntchen rausholen können an Stimmung. Ja, Brühlhölle ist ein gutes Stichwort. Ich lasse dich jetzt noch was zum Trinken holen. Gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Scan Plus Baskets gegen die Würzburger. Und da musst du wieder ordentlich brüllen. Okay, danke.